So, guten Abend allerseits. Hallo erstmal an alle, die schon da sind. Hallo MTD, Michas, Grirand, Ölx, hallo. Und allen Winder, ganz neu hier. Ja, herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Schnelles Spiel mit super kurzen Tagen. Wir sind schon relativ weit. Aber vielleicht erstmal kurz in die Frage in den Chat. Sound okay? Hört ihr mich? Hört ihr das Spiel? Euch hier wieder lange Rede und keiner hört mir zu. Genau, ich habe auch schon mal geladen. Wir sind gleich da und es fehlt auch nicht mehr viel bis zur nächsten Horde. Genauer gesagt, glaube ich, 2 Tage, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es sind mitten in der Nacht. Genau, Tag 48. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, also noch 48 und 49, also 2 Tage. Und ich muss mir überlegen, was ich bei der Horde mache. Das hier ist mein Haus und bisher auch meine Hordenfestung gewesen. Ton okay. Hallo Red Ox. Vielen Dank. Die andere Möglichkeit wäre hier drüben, diesen schönen Turm mal zu einer Hordenfestung auszubauen. Allerdings fehlt dem noch so ein bisschen die Möglichkeit, auf die Zombies zu schießen. Also nur drin sitzen und warten, ob sie es schaffen, ihn abzureißen. Ist so ein bisschen langweilig für uns alle. Da muss ich noch drüber nachdenken, ob ich das will. Okay, meine Landwirtschaft blüht nicht. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, mal auf meine Gesundheit zu gucken. Mein Watch läuft. Das ist gut, ist nur nichts drin. Vielleicht tue ich noch mal ein bisschen was rein. Iron Arrows habe ich noch ein paar. Ich habe eine Steel Pickaxe. Alles andere auch schon hier. Forge und Chemistry Station. Habe ich da schon mal was angesetzt? Nee. Mir fehlen die Ressourcen. So, ich bin Level 56 und habe noch 2 Punkte zu vergeben. Ich würde ja unglaublich gern bald mal ein Motorrad machen. Dafür fehlt mir aber noch ganz schön was, nämlich Intellect Level 7, also 3 Punkte und nochmal einer für Motorcycles. Vielleicht spare ich nochmal kurz darauf, genau. Und wie sieht es mit Baumaterial aus? Gar nicht mal so übel. Ja, ich weiß nicht genau, was wäre euch denn lieber? Habt ihr mehr Lust auf den Turm? Ich glaube, das ist ein bisschen, könnt ihr ein bisschen, ich sag mal, spannender werden. Mal ein paar Spikes. Zeit habe. Also 30. So oder so, davon brauche ich richtig, richtig viele. Und muss ich noch was essen? Essen und Wasser ist okay, könnte man aber noch ein bisschen nachlegen. Halt, nicht die Essenskiste. Hier ist auch nichts mehr drin. Das ist die Essenskiste. Und zu essen habe ich eigentlich genug, weil mir dauernd Tiere über den Weg laufen. Und ich kann aber, glaube ich, noch nicht so richtig was Spannendes kochen. Nicht denn schon, außer Chicken and Eggs. Boiled Egg. Für sowas wie Vegetable Stew oder so fehlt mir alles. Aber für Essen habe ich im Moment keine Punkte übrig. Ich glaube, ich werde einfach mal Grilled Meat machen. Ich habe gar keinen Grill. Und hier ist noch Wasser in Arbeit. Das mache ich gleich mal an. Und was ist das hier? Forest Crop. Dann mache ich erstmal Boiled Meat. Hier kann ich 15 machen und dann brauche ich aber wieder Wasser. So. Jetzt ist noch ein bisschen Zeit, also gucke ich mal noch mal runter in den Keller. Oder andersrum. Ich gucke mal, was man denn so bauen kann für diesen Turm. Also man könnte auf jeden Fall innen den noch mal stabilisieren, damit, wenn sie sich durchkloppt, man nicht gleich zusammenfällt. Die andere Variante wäre auch irgendwas, was außenrum geht. Mit der Wooden Railing, glaube ich, komme ich nicht weit. Was ist denn das? Wood CTR Plate. Da bräuchte ich dann viel Eisen. Nee, so richtig viel. Ich könnte Cobblestone
Könnt ihr versuchen, so eine Cobblestone-Railing, also so Halfblocks hinzusetzen? Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die an so einen runden Turm dran setzen kann. That Black Iron Railing. Okay, nee, das ist zu teuer. In Metal Railing. Oh ja. So viel Forged Iron kann ich nicht machen. Dann brauche ich doch eher von diesen Half-Blocks ein paar. Und vielleicht mache ich einfach mal ein paar Versuche am nächsten Tag. Und wenn ich sehe, das geht nicht, dann lassen wir das und gehen zurück zu Plan A. Nehme ich hier irgendwie so ein bisschen halt. So. Okay, dann brauche ich also ein paar Half-Blocks. Was denn? Aligned to a corner of the block space and connects to aligned. Ah, da mache ich mal einen und Blackstone Arrow Slit. Will jetzt nicht ausprobieren, wo man überall durchfällt. Beim Halfstone Block weiß ich, dass man eigentlich nicht durchfällt. Wie das bei was Rundem ist, weiß ich nicht genau. Was ist er denn? Und schon ist die Nacht vorbei. Das geht hier so schnell. Ich mache mal 10. Und ein paar volle Blöcke habe ich ja noch. Die nehme ich mal mit. Und dann sehe ich mal, was sich da machen lässt. Das kann ich immer so langsam. Das kann noch auslaufen, genau. Nochmal was. Und trink nochmal was. Und dann. Oh. Muss hier erstmal meine Gesundheit wieder hoch. Gehen ja 10 Punkte. So. Dann gehen wir doch mal rüber und schauen uns den Turm an. Und dann sehen wir ja, ob das irgendwie praktikabel ist. Ich hoffe, dass da nicht allzu viel Zombies nachgewachsen sind. Sonst machen wir erstmal was anderes. Ich könnte mal meine Keule reparieren. So sollte das sein. Und ein bisschen Holz hacken muss ich natürlich später auch noch. So, das ist der Turm und hier unten ist Beton, 2.500 Hitpoints. Da habe ich schon ein bisschen was weggemacht und eigentlich, na doch, der ist an einer Stelle noch mit der Fabrik verbunden. Und da sind die Zombies natürlich mittlerweile auf jeden Fall nachgewachsen. So. Das ist ein bisschen zu niedrig. Also probiere ich mal die Half-Blocks aus. Das ist natürlich schwer zu sehen. So ungefähr vorstellen. Ich denke, die Höhe sollte auch passen. Und jetzt oder nie probiere ich gleich mal aus, ob man darauf stehen kann. Das geht. Jetzt ist nur die Frage hier an der Kante. Ja, das ist natürlich eher blöd. Kann ich da ein Woodframe setzen? Ich könnte einen Woodframe setzen. Das heißt, ich kann auch einen Cobblestone-Block setzen. Ja, und vielleicht kann ich dann wieder. Oh, das wird schwierig. Was denn besser machen? Okay, hier kann ich jetzt den Block nicht ganz so einfach setzen. Nee. Ich fürchte, das ist zu weit weg. Weiß, ob ich da durchfalle, weiß man nicht genau. Keine Ahnung, ob das irgendwie hält. So, was ist jetzt hier? Okay, hier.
bleibe ich stecken, fall aber nicht durch. Das heißt, ich könnte hier noch einsetzen. Eieiei, das wird schwierig. Okay, aber vielleicht erstmal zum Wichtigsten gucken, ob hier Zombies sind. Hier oben, diese Geländer sind total unsafe. Darunter zu fallen ist so, klappt garantiert. Das ist nicht gut. Da haben sie ja direkt einen Weg zu mir. Hi, Mixer. In der Ecke fällt mal durch, meinst du? Also das wird auf jeden Fall eine ganz schön wackelige Geschichte, glaube ich. Außer ich setze da jede Menge Blocks dran. Aber was ich, glaube ich, als erstes mache, ist hier mal so ein bisschen so ein paar Blocks weghacken. Was meint ihr denn? Sollen wir das mal probieren mit mit dem Turm? Die andere Variante ist die Safe und das ist die, die mehr Action verspricht. Oder auch nicht, man weiß es nicht genau. Ich hoffe, dass das die einzige Verbindung zur Fabrik ist, sonst habe ich viel, viel Spaß. Und ganz oben wäre natürlich witzig, weil da wahrscheinlich auch richtig heftige Zombies sind. Ach du. Nee, gar nicht so einfach. Kann nur witzig werden. Grirrend, auf jeden Fall. Wusste ich's doch. Und zur Not kann ich dann ja immer noch entweder in die Fabrik rennen und da den Zombies davonlaufen. Das wird bestimmt auch sehr, sehr lustig. Oder raushüpfen und zu meinem Haus zurückrennen, was bestimmt auch super gut klappt. Vor allem dann das Hochhüpfen auf Woodframes. Okay, das war einfacher, als ich dachte. Ja. Ihr Teil ist weg. Ich könnte das vielleicht sogar springen, die Zombies, aber glaube ich nicht. So. Jetzt muss ich noch mal kurz oben gucken, weil im Turm könnten ja auch Zombies sein. Ich glaube, letztes Mal waren keine da. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Ob das Zufall war. Oder. Oh, hier oben ist nichts. Dann nach unten. So, hier wäre quasi die safe Variante, einfach die Treppe weghauen und hier sitzen bleiben und warten, ob sie das Ding zu Fall bringen. Das ist aber so richtig langweilig. Und das hier ist eigentlich auch. Hier ist also weit und breit kein Zombie. Hier mal weg. Und ich habe überlegt, ob ich vielleicht in der Mitte. Draußen ist ein Zombie, aber ich habe noch eine Kiste entdeckt, witzigerweise. Mit ganz vielen tollen Sachen. Genau, und ich würde vielleicht hier in der Mitte noch so ein bisschen Cobblestone, mindestens einen Turm hochstellen. Und dann vielleicht oben nochmal so querstrebend ziehen, um das Ganze so ein bisschen zu stabilisieren. Und ich glaube, ich will. Oh, was ist denn das für ein Geräusch? Boah, es ist eklig. Oh, Mist, sie machen jetzt schon den Turm kaputt. Ja, letztes Mal waren keine Zombies da. Ganz, ganz wenige. Und irgendwas sagt mir, dass es heute anders sein wird. Oh Mann. Geht ja schon los. Muss mal gucken, wer das ist. Und oh, bloß nicht in den Tod stürzen. Das kann natürlich auch passieren, dass jedes Mal, wenn ich versuche runter zu klettern, ich dann irgendwie die falle. Was ist hier los? Oh Mann. Hey! Ey, der hat jetzt schon was weggekloppt. Okay, das war aber vielleicht als Test gar nicht schlecht. Jetzt weiß ich nämlich schon mal, dass das nicht lange halten wird. Okay. Gut, dann muss ich das Ding unten vielleicht tatsächlich ausfüllen und da so ein bisschen. Jetzt nur gar kein Beton dabei. Und ich habe auch gar keinen Beton. Oder nicht viel zumindest. Okay. Dann machen wir erstmal noch so die umgebenden Zombies weg. Warte mal da. Das ist gut.
Okay, ich brauche Beton. Und was das wird, weiß ich wirklich auch noch nicht. Schwer zu sagen. Und ich brauche sehr viel mehr von diesen Half Blocks. Oder so. Da der Turm ja jetzt beschlossen ist, muss ich hier ein bisschen ernsthaft was bauen. Vielleicht ist das von hier unten einfacher, dachte ich, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Diese Schräge ist einfach insgesamt schwierig zu bebauen. Okay, und ich weiß nicht genau, auf welcher Höhe. Das ist total schwierig von hier unten. Sitzen die alle noch kurioser. Ich gucke mir mal den Block an, weil das habe ich überhaupt noch nie gesetzt. Ah, okay. Eher so ist. Echt schwierig. Ja. Oh, es ist schon 12 Uhr. Für sowas habe ich in diesem Spiel eigentlich echt keine Zeit. Probieren wir erstmal hier einmal rundherum. Ja. Oh Gott. Zur Not wieder mit Hilfsmitteln. So. Und dann würde ich vielleicht hier noch so ein. Block hinsetzen. Ich bin sehr gespannt, ob das bei der erstbesten Gelegenheit runterfällt oder ob das funktioniert. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nein! Oh. Ja. Okay, das wird schwieriger als gedacht. Und vor allem brauche ich jetzt noch jede Menge Cobblestone, um das Zeug hier aufzuwerten. Und eigentlich auch noch jede Menge Beton, um den Turm hier so ein bisschen zu reparieren. Und natürlich Holz für. Nicht auf dieses S am Ende nichts draufsetzen. Das wäre ja blöd. Ja, scheint tatsächlich so. Ob ich das wegblocken kann. Ja. Okay, dieses S zählt leider wie ein Block. Das heißt, ich muss es wegklappen. Michas, du würdest zu Hause bleiben? Ja. Irgendwas sagt mir auch, dass das eine total blöde Idee ist. Aber ich habe den Eindruck, ihr habt da immer sehr viel Spaß mit, wenn das bei blöden Ideen, die ich hier so mache. Oh Gott, in Stunden dauern, dieses Ding hier zu bauen. So. Und bei meinem Glück falle ich dann doch irgendwann einfach runter. Es geht wirklich nur mit Hilfsblöcken. Nix. Nee, ich komme da irgendwann nicht dran. Das ist echt. Hier irgendwie von außen hochbauen. Ja, hier muss auf jeden Fall ein Halfblock hin. Die Ecke mache ich einfach genauso wie die andere. Und schau mal. So. Ich sehe mich hier schon fallen, bevor die Horde überhaupt kommt. Aber ja, so richtig toll ist das hier noch nicht. Und ich habe auch meinen Aufwertungshammer vergessen. Und ich brauche Woodframes. Immer noch mal 20.
So, wo bin ich? Ich probiere es mal von außen. Sieben, acht. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt wirklich das richtig setze, aber so, und hier kann ich ja jetzt noch mal wir lieber noch mal. Und wieder runter. Und dann brauche ich noch eine Ecke. Und auf jeden Fall noch mal Flagstone-Blöcke. Äh, 15, mal gucken. Ex gefällt die Idee auf jeden Fall und er packt schon mal das Popcorn aus. Ja, so ungefähr. Habe mir das ungefähr so vorgestellt. Und wenn uns langweilig wird, weil keine Horde kommen sollte, was noch nie passiert ist, aber man weiß ja nie, dann können wir immer noch in die Fabrik gehen. Da ist immer was los. So. Ach du Zeit, das ist echt nicht unkompliziert hier. So. Eins höher noch. Und dann stellt sich raus, ich habe irgendwo so einen ganz fatalen Denkfehler gemacht. Plumpse dann einfach in die Tiefe. Das wäre jetzt nicht ganz so spannend, aber man natürlich machen. Okay, die Ecke weiß ich jetzt auch nicht, wofür ich die brauche. Wie habe ich das gemacht? Da hinten? So vielleicht. Das ist, glaube ich, das größte Bauwerk, was ich in diesem Spiel je gemacht habe, weil zum Bauen habe ich ja sonst immer keine Zeit und heute natürlich eigentlich auch nicht. Aber ja, sonst machen wir mal das Gleiche und die Hütte können wir ein anderes Mal zugrunde richten. Oh ja. Oh, danke für den Follow, Pain Livestream. So. Ein Stück. War das jetzt die Seite? Ja, da geht wieder was. Und wenn ich Zeit habe, baue ich vielleicht noch mal eine Runde drumherum, damit ich mich ein bisschen mehr bewegen kann. Aber das hätte jetzt mal nicht oberste Priorität, sage ich mal. Man kann wirklich die Woodframes leichter setzen als die hier. Fast geschafft, fast geschafft. Auch nur fast, hier geht irgendwie gar nichts. Dann, Moment. Ja, wie habe ich das gemacht? Oder fehlt jetzt noch einer? Nee, da muss ich noch mal. Noch mal. Ah! Oh nein, und das Bein gebrochen. Genau, und Zombies. Oh je. Das ist jetzt ganz blöd. Aber was soll's? Dann bin ich jetzt doch noch ein bisschen langsamer unterwegs. Ihr sollt nicht an den Turm schlagen. Da kommt noch mal.
Okay, das ist nicht das Spiel vom letzten Mal, in dem keine Zombies aufgetaucht sind, bis ganz zum Schluss. Oder naja, nicht viele zumindest. Ach je. Bin so langsam jetzt mit dem gebrochenen Bein. Die Stamina habe ich auch keins mehr. Ich kann auch nicht rennen. Selbst wenn ich wollen würde. Okay. Ich brauche jetzt jedenfalls gleich erstmal einen Splint und es ist auch schon wieder 19 Uhr. Ganz schlecht. Damit ich überhaupt mich wieder bewegen kann. Erstmal die Zombies wegmachen. Okay, so wie ich das sehe, wird das vor allem knapp in Sachen Baumaterial, weil der eine Tag ist verstrichen mit rumprobieren. Die auch schon tot? Ja. Okay, ich brauche einen Splint, sonst kann ich mich gar nicht bewegen. Und dann, glaube ich, werde ich... es ist auch gleich richtig gebrochen. Es ist nicht nur verstaucht. Fantastisch. Zum Glück kann ich noch springen, sonst würde ich gar nicht mehr in mein Haus kommen. Ist doch gebrochen, oder? Ja, Broken Leg. Ach je. Ich glaube, ich habe keinen Splint. Ich muss erstmal einen basteln. Wow. Habe ich einen Splint? Nee. Brauche ich, glaube ich, Duct Tape. Brauche ich denn da Duct Tape? Und Wood. Habe ich zum Glück alles davon. Ja, das war jetzt nicht so erfolgreich. Erde brauche ich auch nicht so oft. Davon brauche ich ganz viel. Ich habe gar keinen Beton mehr. Das ist ja ätzend. Ja, das wird es richtig schwierig machen. Halt, anwenden muss ich ihn natürlich noch, sonst hilft es gar nichts. Okay, jetzt kann ich wieder ein bisschen schneller laufen. Ich darf jetzt einfach nicht stürzen, sonst ist alles aus. Und deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen an mit Holzhacken. Oder Cobblestone. Habe ich denn Steine? Halt. Ich habe richtig viel Steine. Also könnte ich auch einfach schaufeln, Cobblestone machen und mich drüben verbuddeln. Ich habe Schaufel. Wir brauchen ein Zombie. Da brauche ich eigentlich gerade. Aber vielleicht will ich nicht in dem Turm bleiben in der Nacht, weil sonst ist der kaputt, wenn heute nachts Zombies kommen. Das wäre ganz schlecht. Also hacke ich jetzt einmal noch ein bisschen Holz. Buddeln kann ich auch noch heute Nacht. Dann halt nicht draußen am besten, sondern eher drin. Ja, ich sehe das schon den Bach runtergehen. Das wird bestimmt lustig. So, und es wird auch schon dunkel. Ich bin nicht ganz so gut zu Fuß, also sollte ich mich ein bisschen anhalten und nach drinnen gehen. Und erstmal meine Wunden lecken, glaube ich. Was habe ich denn hier noch so? Okay, ein bisschen Erde habe ich noch. Ganz, ganz viel Rüstung. Und heilen sollte ich auch noch mal ein bisschen. Wie lange dauert denn das? 28 Minuten, also einen ganzen Tag. Das ist natürlich jetzt eher ungünstig. Aber naja. Naja. Was war denn hier? Also das sollte mal mein Keller werden, aber ich bin nicht weit gekommen. Immerhin habe ich schon ein Mining Helmet. Das hat den Vorteil, dass wir hier unten was sehen. Und da ist schon Stein.
Also buddel ich mal ein bisschen weiter, weil dann habe ich zumindest genug Steine und kann am nächsten Tag noch ein bisschen schaufeln und dann einfach Cobblestone machen bis zum Abwinken. Denke ich mir. So. Und ein paar Leitern brauche ich noch. Nehme mal lieber die Leitern hier in den Gürtel, sonst setze ich noch einen Stein und dann muss ich den erst mühsam wieder wegkloppen. Mit der Stahlpickaxe geht es zumindest relativ schnell. Und es gibt Punkte. Ich habe hier eh noch ein ganzes Stück. Ich weiß nicht, soll ich wirklich schon jetzt auf das Motorrad sparen? Sonst würde ich, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen in meine Gesundheit investieren, wenn ich mir das so anschaue. Wäre vielleicht besser. Aber. Ah ja, ich habe schon Zombies draußen. Und langsam wächst der Keller und die Nacht dauert ja hier auch nicht lang. Also es wird auch gleich vorbei sein mit dem Gehacke. Ah, habt ihr noch tolle Ideen für den Turm? Ich habe ja nicht so ein gutes Gefühl. Und ich muss unbedingt die Leiter noch weghacken. Damit die Zombies sich nicht durchkloppen, dann einfach ganz begeistert die Leiter hochklettern und dann stehe ich da. Ah, das war jetzt irgendwie. Es ist nicht ganz so einfach, sich hier zu orientieren. Aber ich glaube, das muss noch weg. Genau. So. Ach, Zombies, für euch habe ich jetzt keine Zeit. Nein. Davon habe ich eigentlich auch schon relativ viele. Also das sollte eigentlich reichen. Brauche allerdings noch viel, viel Holz. Stacheldraht, Jagrirand, Stacheldraht, genau, und Spikes, jede Menge Spikes. Ich habe allerdings erst 30, also vielleicht den Stacheldraht wahrscheinlich am besten auf die Spikes drauf. Bin mir nicht sicher, wie viel Eisen ich habe. Genau, wie viel Eisen habe ich eigentlich? Ja, so ein bisschen. Oh ja, hier war es. Okay, gibt es einmal mit Bräunchen und einmal ohne. Ich würde am liebsten beides machen eigentlich. 15. Das sind nur 8. Mal machen. Ich weiß nicht genau, wie viele Blöcke ich brauche, um einmal um den ganzen Turm rum. Ich mache mal die hier. Dann habe ich eh kaum noch Holz. Genau, Stacheldraht ist gut. Ich habe ein bisschen Sorge um den Turm, weil ich mir nicht sicher bin, ob das nicht so ein Ding ist, was, wenn unten der richtige Block rausgeklopft wird, das Ding einfach in sich zusammenfällt. Aber ein gebrochenes Bein habe ich ja schon. Vielleicht sollte ich mir noch einen zweiten Splint machen. Nur so zur Sicherheit. Ich weiß zwar nicht, ob das dann noch hilft, aber. Moment. Diese Richtung geht's weiter. Ach ja. Lieber noch ein bisschen essen. Dann habe ich mehr Stamina und hier auch noch mal was trinken. So. Ja, der Turm ist sicher. Ihr habt doch so einen ähnlichen Verdacht, oder? Dass das Ding in sich zusammenfällt. Also eigentlich ist der mega stabil, aber man hat ja jetzt auch an dem Eisengeländer gesehen, wie super stabil das war. Das ist ja auch sofort zusammengeklappt. Warum habe ich den richtigen Block weggeklopft? Mir fällt dann auch noch ein bisschen Eisen raus. Das ist ganz gut, weil in meiner Forge ist auch nicht mehr viel. Brauche vielleicht dieses andere Eisen nicht reinstecken sollen.
Bin schon völlig desorientiert. So. Dann geht schneller als ich dachte. Auch eigentlich schon ganz schön tief, finde ich. So, für das, dass die Nacht eigentlich so kurz ist. Ja, mal gucken, wie das läuft. Okay, Holz hacken, Erde schaufeln und möglichst viel an den Turm dran bauen. Einen Splint mache ich mir noch. Und was brauche ich noch? Gucken, ob mein Schlafsack noch liegt vielleicht. Ey, der liegt. Oh, sehr schön. Das hat ja geklappt mal diesmal. Weil schließlich ist das jetzt dann doch eher eine riskante Geschichte. Da würde ich dann zumindest gern nicht irgendwo in der Pampa spawnen. Stelle ich mir sehr anstrengend vor. So. Und wenn ich richtig Glück habe, stoße ich hier vielleicht noch auf eine Mine. Das wäre super. Aber im Moment brauche ich eh Stein, deswegen ist das eigentlich ganz okay. Und es ist auch schon gleich wieder 4 Uhr, das heißt, ich kann auch gleich loslegen. Und muss ich auch, weil der letzte Tag ist knapp. So. Und drauf. Ja, ich bin jetzt natürlich immer ein bisschen langsamer mit allem. Hier muss ich, glaube ich, aufpassen. Ein Spike. So. Ich gehe erst nochmal kurz hoch, mache diesen Ersatz-Splint. Überleg, was ich noch einpacken müsste für die Horde. Vielleicht würde ich das am besten auch gleich mitnehmen. Vielleicht mehr Munition. Munition ist gut. Mehr Waffen brauche ich eigentlich nicht. Repair Kit für den Fall der Fälle. Das stelle ich dahin. Das stelle ich dahin. Da auch hin. Ich glaube, dass ich einfach mal. Jetzt kriege ich auch schon Besuch. Hier soll ja nicht langweilig werden. Hier, den Clawhammer will ich haben. Was brauche ich? Eins. Tape und Stoff hieß es. So, Splint. Und vielleicht nochmal eine Bandage, dann habe ich einen vollen Stack. Das Fahrrad könnte eigentlich hier bleiben, aber man weiß ja nie, vielleicht muss ich flüchten und der Horde auf dem Fahrrad davonfahren. Das wäre bestimmt, das würde euch auch sehr gut gefallen, da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, das würde euch sehr gut gefallen. So, mehr zu essen. Und dann kann es eigentlich auch losgehen. Ja, ich glaube, ich muss eine Bandage gleich nehmen. Ich bin hier nicht ganz auf 130 und das wäre ich eigentlich gerne heute. Und den esse ich auch noch. Und dann kann es losgehen. Ja, nee, mehr als 15 brauche ich nicht mehr nehmen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich sehe meinen Schlafsack. Mehr Baumaterial habe ich einfach nicht. Und die Leitern. Die können eigentlich. Dann schauen wir mal, wie weit ich komme, bis es kurz vor knapp ist.
Besuch ist mittlerweile weg. Stehen auch noch ein Schwung von diesen alten Spikes. Baum pflanze ich gleich mal wieder an. Und dann... So, brauche ich ein bisschen Holz. Und dann werde ich als erstes mal anfangen, das Ding hier aufzubauen. Ich hätte auch noch so eine Idee, wo es noch Beton geben könnte, aber das ist riskant, jetzt erstmal noch Ressourcen zu jagen und dann festzustellen, ich habe keine Zeit mehr, das Zeug aufzubauen. Gebogene Stoneblocks, ja. Schlafsack ist da. Genau. Es gibt gebogene Stoneblocks, aber das ist so ein Bogen. Ich glaube, ich vermute, dass ich da durchfalle und vor allem habe ich das noch nicht ausprobiert. Bei den Halfblocks geht es nicht. Man bleibt bestenfalls so ein bisschen hängen. Und ich würde ungern durchfallen. Und das dann erst so im letzten Moment feststellen, dass das keine gute Idee war. Deswegen ist das jetzt ein bisschen so Ecken und Kanten. Wenn ich dann oben bin und noch ein bisschen Zeit habe, kann ich damit ja noch ein bisschen experimentieren. Vielleicht kann man das noch eleganter ausbauen. Aber ja, elegante Bauten sind in so einem 30-Minuten-Spiel einfach nicht zu erwarten. Also diese Stoneblocks, die gebogen sind, das sind so Arches heißen die. Also das sind, damit man so einen schön gebogenen Kellerdurchgang zum Beispiel machen kann oder so Arkaden bauen kann. So, die stelle ich auf. Dann hatte ich irgendwas an Beton. Nee, ich kann das da drin auch gar nicht reparieren jetzt. Das heißt, hier sind sie eigentlich schon fast durch. Jo. Mach jetzt hier trotzdem als erstes mal zu. Und stelle da Spikes drumherum. Oder soll ich noch eine Runde Blöcke bauen? Nee, wenn ich dann noch mehr Blöcke baue, sehe ich gar nichts mehr. Mache ich da gleich nochmal welche? Das wird nämlich nicht reichen. Wofür? 20. Und wahrscheinlich brauche ich noch ein bisschen mehr von den Barbed Wire Fans. 1, 2, 3, 4, 5. 10. Und das kann ich A brauchen und B muss es weg. Das reicht natürlich damit nicht weit. Wollte ich eigentlich nochmal drehen. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich einen Unterschied macht, wie rumgedreht die stehen. Bin ich sicher. Habe ich zumindest noch nie jemanden gesehen, der da Experimente damit gemacht hätte. Ja, mache ich jetzt gleich eine Runde. Könnte ich jetzt eine Runde Barbed Wire Fence machen und dann nochmal eine Runde Spikes oder umgekehrt? Ich mache erst nochmal eine Runde Spikes, glaube ich. So. Oh, ich habe nur noch 17. Aber ich habe noch ein bisschen Holz. Aber richtig weit komme ich damit nicht. Ich muss auf jeden Fall nochmal Holz hacken. So, das sieht langsam schon sehr viel besser aus. Zack. Eigentlich nicht mit der Steel Pickaxe. Ich bin ja sehr gespannt, wie sich dieser Turm schlagen wird.
Oh ja, das wird sehr, sehr lustig werden. So ein richtig guter Bau, so eine richtig gute, durchdachte Idee scheint es mir irgendwie nicht, aber. Ach. Ich habe die irgendwie verkehrt gesetzt. So, jetzt brauche ich erst noch mal ein bisschen Holz. Vielleicht mache ich hier das Gerümpel noch weg. Ja, nicht, dass die da drüber hüpfen. So. Bäume habe ich zum Glück genug. Ist alles selber gepflanzt. Hallo, Ex, nein, du hast nichts verpasst. Es ist noch nicht viel passiert. Ich bin immer noch in den Vorbereitungen, aber es ist schon 10:45 Uhr, also mal gucken. Zumindest bis jetzt lassen mich die Zombie-Horden in Ruhe vorbereiten. Das ist doch schon mal was. Ach ja. So. Jetzt sieht man auch schon schön, dass heute Horde ist, für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Ich bin ja immer so jemand, ich verzähle mich ganz gern mal und bin ganz froh, dass oben jetzt immer in Rot geschrieben steht, wann die Horde kommt. Dann hat man zumindest noch genug Zeit, die Füße hochzukriegen. Ist nicht so schlimm. Ich habe extra mit der Horde gewartet, bis die Kinder im Bett sind. Sind sie denn jetzt im Bett? Zombie-Horde ist vielleicht ein bisschen aufregend vorm Entschlafen, vorm Schlafen gehen und dann. Wer weiß, was die dann träumen. Also einfach jetzt ganz schnell noch Bäume klopfen. Ich brauche, glaube ich, echt einfach noch einen ganzen Schwung Holz. Hätte auch gern noch ein paar Woodframes mehr auf dem Gürtel da, für den Fall, dass ich irgendwie flüchten, Brücken bauen, irgendwas anderes machen muss. Schlimmer als eine Kirchenprozession, wenn sie ins Bett gehen? Wieso das denn? Der muss weg, der stört die Sicht. Gleich mal wieder aufforsten. So. Ja, jetzt noch ein Airdrop. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Nee. Außerdem ist da nur Essen drin. Und das ist jetzt ziemlich das Einzige, wovon ich genug habe. Und dann mache ich doch gleich nochmal 30. Das dauert ja auch immer einen Moment. So. Oh, 12:30 Uhr. Yikes. Ich darf nicht vergessen, die Treppe noch wegzuklopfen. Ganz schlecht. Und ich brauche noch Cobblestone-Blöcke, also Flagstone-Blocks. Dann mache ich auch gleich noch mal welche. Vielleicht so. Die sind erstaunlich billig. So, weit und breit keine Zombies, so ist recht. Heute ausnahmsweise passt mir das mal ganz gut. Und ich habe kein Forged Iron dabei, um meine Werkzeuge zu reparieren. Dann muss ich vielleicht gleich noch mal ganz kurz nach Hause. Aber erstmal weiter. So. Waren wir früher anders? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich gerne ins Bett gegangen bin. Ich glaube, das lag dann daran, ob mir jemand eine Geschichte vorgelesen hat oder so. Mein allein ins Bett gehen ist ja auch einfach öde. Aber ich vermute, das wird mit der Zeit auch anders. So. Das noch loswerden. Hier noch. Ist schon alles voll. Die Wälder werden auch hier immer größer hier. Gerade habe ich was gehört. Ah, da seid ihr ja. Vielleicht eine ganze Prozession. Apropos Kirchenprozession. Aber ich will mich nicht so richtig beschweren. Ich brauche ja auch die Punkte. Nochmal hoch. So.
Ja, das ist mir eh das. Ach, perfekt. Ja, und da wollte ich nämlich eigentlich nochmal. Ah, nee, da habe ich das Baumaterial schon mitgenommen. 14.08 Uhr, es wird Zeit, dass ich hier zu Potte komme. Und auch mein Kringel außenrum ist noch nicht fertig. Da muss ich auch nochmal Hand anlegen. So, einmal Spikes bitte. So, hier habe ich zwei Reihen. Da. Hier steht noch eine, das ist zu wenig. So. Wobei natürlich die Mengen an Zombies, die ich inzwischen kriege, an Tag 49, so ein paar Reihen Spikes wegputzen wie nix. Das haben wir ja letztes Mal gesehen. Ja. Weiß ich nicht. Hilft ja nix. Wenn ich richtig Zeit gehabt hätte, hätte ich auch eigentlich gern nochmal dieses Dach. So, da ist es jetzt, glaube ich, schon wichtig, dass die richtig rumgehen. Dieses Haus auf dem Dach ganz oben zombiefrei gemacht, weil das wäre so tendenziell so eine Ecke, wo ich hinflüchten könnte. So, das noch weg. 31. Bin mir nicht ganz sicher, ob das reicht. Und am liebsten würde ich noch mehr Spikes aufstellen, aber. So. Ach, es reicht. Aber es sollte mir zumindest helfen, so ein paar von ihnen zu erwischen, bevor sie den Turm niedermachen. Wie kann ich denn noch machen? Es dauert zum Glück nicht. Ja, ist doch ein bisschen länger, als mir lieb ist. Wenn es die eine Reihe außenrum, das wäre doch was. So. Dann. Ich weiß zwar noch gar nicht genau, wie ich wieder raufkomme, aber mir wird was einfallen, denke ich mal. So. Ich frage mich gerade, ob die Leiter vielleicht ein bisschen zu leicht erreichbar ist, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. So, halt, ich habe noch 4. Die stelle ich nochmal irgendwo mit dazu. Hier ist ja so ein Schwächepunkt eigentlich. So. Jetzt werde ich erstmal zusehen, dass ich reinkomme. Habe ich noch genug Holz? Ja, ich brauche Cobblestone, bevor ich reingehe. Oh oh, 16.48 Uhr. So. Bin ich direkt vor meiner Tür buddeln. Aber ein bisschen Cobblestone brauche ich auf jeden Fall noch, sonst kann ich nicht genug Blöcke machen oder nicht genug Blöcke aufwerten, vor allem auch. Und ich will eigentlich, glaube ich, innen noch mal ein bisschen was stabilisieren. Tunnel. Der Turm muss fallen. Nein, nix. Ja, Tunnel sind gut, was natürlich total witzig wäre. Wäre ein Tunnel rüber in den Keller, aber der Keller ist ja noch nicht mal. Aber naja, also ein Freund von mir hat gesagt, die Funpimps haben die Alpha 18 angekündigt für Mitte August. Das würde bedeuten, im Dezember ist es dann soweit, wenn man nach den Erfahrungen im letzten Jahr gehen kann. Und das würde natürlich dann auch. Hallo Violino! Hast du das jetzt parallel im Fenster laufen oder. oder machst du gerade eine Pause für meine Horde? Ja, genau. Und das heißt, wenn wir bis Dezember noch Zeit haben. Oh, wie viel ist es denn? Noch nicht genug.
Dann kann ich noch jede Menge Tunnel bauen zwischen verschiedenen Bereichen. Ah, ich hätte viel früher anfangen sollen zu graben. Aber naja. Jetzt wird's knapp. So. 18:11. Ich glaube, damit lasse ich es jetzt gut sein und gehe langsam nach rein. Ah, sehr schön. So. Das wird jetzt auch noch mal lustig hier. Nicht den falschen Wood-Frame wegziehen. Und hier mache ich mal noch mal eine weg, so zur Sicherheit. Nein. Oh. Immer dieses Nachschlagen. Der muss noch weg. Hier will ich hoch. Den will ich auch noch weg haben. So. Der kann auch noch weg. Und dann brauche ich hier noch. Oh, ich habe keine Half-Blocks mehr. Dann. Kann da gar keinen Block setzen. Ah. Ist ja hier schwierig. Okay. Dann mache ich das so. Dann ist er eben zu. Hier wollte ich noch was wegnehmen. Meine Ersatzdinger. Und jetzt muss ich dringend rein und mal gucken. Jetzt rein. Ganz oben. Zusehen, dass ich mindestens diese Treppe noch wegkriege, sonst, ja. Bestimmt habe ich irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergessen. Das mache ich jetzt tatsächlich als erstes. Oh Scheiße, 2000. Oh je. Macht ist es schon. Würde richtig viel werde ich hier nicht mehr ausbauen. Ist doch noch Zeit. Du spielst ein 2-Stunden-Spiel. Das geht hier sehr viel schneller. Aber die Treppe ist das Wichtigste, glaube ich. Du Schande. Wie viele Schichten sind das denn? Okay, eine noch. Dann sollte es eigentlich reichen. Ich bin sehr gespannt, ob der Turm halten wird. Mal sehen. Ich überlege. Oh, mein gebrochenes Bein ist weg. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Könnte sein, dass ich rennen muss. Wäre dann irgendwie ganz wichtig. Das hatte ich nicht berechnet, dass die so lange dauert. So. Hier erstmal ein. Okay, man kann hier gar nicht so viel Blöcke setzen, weil Ecken. Dann mache ich einfach nur stabilisieren. So. Oh ja, jetzt wird es langsam knapp. Aber was soll's? Oben kann ich jetzt eh nicht viel machen. Glaube, das ist jetzt echt das Wichtigste. Den muss ich dringend auch mal.
Ja, die Zombies rennen, also aber nur nachts. Das ist ja hier das andere Spiel. So, muss ich natürlich auch selber hochkommen. Das ist so umständlich. Oh, hier ist sie schon. Okay, ich sollte jetzt unbedingt nach draußen gehen und aufpassen, dann nicht runterfallen. Vor lauter Aufregung. Oh nein, es leuchtet schon. Vielleicht sollte ich gleich ganz oben bleiben. Ja, ist gar nicht so einfach. Erstmal die gelben weg. Und immer nur einen auf einmal, weil die gerne nachwachsen. Ah, wie viel Munition hatte ich davon? Reichlich. Okay, die putzen diese Dinger weg wie nix. Und ich höre schon wieder Blutsäcke fallen. Oh, Spider weg, die mag ich persönlich am wenigsten. Die sind tatsächlich schon am Turm dran. Oh je. Oh je, oh je. Gut. Einen nach dem anderen. Mach diesmal auch keine so eine Geschichte von wegen nur mit dem Bogen. Aber ich muss mal gucken, ob ich vielleicht ein bisschen auf 9mm wechsle, weil habe ich ein bisschen mehr Munition und sie ist ja viel billiger. Oh nein. Ja, ja. Ich sehe sie auch nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Ich da drüben eigentlich gar nicht. Wie sehe ich zum Los? Ah, die sind in der Fabrik. Die sind jetzt auch wach geworden. Eieiei. Oh, shit. Ich habe festgestellt, man kann doch durchfallen. Ich habe allerdings Schwein gehabt. Und bin ich gleich bis ganz nach unten gefallen. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, wo ich durchgefallen bin. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich. Ja, ja klar, ihr habt euch Popcorn geholt und ein Bier aufgemacht. Es gibt jedenfalls reichlich Punkte. Vielleicht kann ich mir dann zur Belohnung Motorrad kaufen. Ach. Ich bin gespannt. Ich habe so das Gefühl, man kann diesen Turm nur einmal benutzen. Wird keine dauerhafte, ausbaubare Festung. Ah, je. Und die machen diese Blöcke doch so schnell weg. Oh, und es sind immer mehr und immer mehr. Ja. Naja, es ist die Teil 50 Horde. Es ist nicht nur so eine der ersten. Ein Spider könnte mir tatsächlich hier oben auch gefährlich werden. Ich habe ja hier keinen Sims und nix. Sie gehen auch alle auf diese Ecke, weil ich da natürlich stehe. Aber ich will mich nicht so viel bewegen, wenn ich nicht muss. Ja. Oh. Okay. Wir sagen, ich lock sie mal hier rüber. Das ist natürlich riskant. Ich weiß auch nicht, wie lange meine Munition hier reicht. Okay. Ja.
Hier wachsen auch immer noch welche nach. Mal einen. Auch vielleicht doch noch mal vorsichtig rum. Oh shit, davor hatte ich Angst. Das ist natürlich gefährlich. Ja. Also der Stacheldraht hält sie ein bisschen auf, aber man müsste dann ein bisschen schneller schießen können. Ja, hier habe ich einen Block vergessen. So einfach ist das. Oh oh. Nein. Oh shit. Natürlich ist auch nicht mehr geschafft, hier den Cobblestone aufzuwerten. Wenn die dann mal drin sind, habe ich echt ein Problem, weil... hier habe ich auch ein Problem. Da habe ich tatsächlich einfach einen Fehler gemacht. Oh shit, jetzt ist, glaube ich, ein Kopf explodiert. Ups. Ich dachte schon, ich hätte keine Pfeile mehr. Überlege, ob ich mal reingehe und gucke, was drin Sache ist, weil... Ja, aber noch ist hier draußen was zu tun. Und das ist vielleicht ein bisschen... Nein. Sie sind auch einfach schon drin. Der nervt. Und den Lootsack fallen lassen. Ah. So. Oh, ich treffe auch nichts. Das ist hier die Todesfalle. Oh shit. Oh nein. Oh shit. Das läuft hier nicht so gut. Wo ist der Kopf hin? Hier. Oh, es ist 4 Uhr. Da hängt da noch einer. Was so viel heißt wie, ich könnte jetzt eigentlich runtergehen, die Horde unten einsammeln. Aber vielleicht mache ich mal noch ein bisschen... Und ich habe den Eindruck, der Großteil des Stacheldrahts steht tatsächlich noch. Jetzt bloß nicht runterfallen. Ich würde nämlich eigentlich, bevor ich runtergehe, auch gerne nochmal einen Blick nach innen werfen und gucken, wie viel davon noch steht. Okay. So, hier. Ich habe echt Schwein gehabt, dass dieser Baufehler quasi nicht nach hinten losgegangen ist. Jetzt gucken wir mal kurz, wie es da oben von oben aussieht. Schwer zu sehen. Ups. Dann doch lieber den Rest außen wegpulen. Aber es scheint relativ ruhig zu sein, also... Sie gehen schon weg. Okay. Oh, und da ist noch ein Lootbeutel. Den will ich haben. Jetzt nicht in meine eigenen Spikes, oder? Huch. Erst looten. Okay. Aber immerhin Geld. So,
Wo habt ihr euch einen Durchgang geschaffen? Okay, hier fehlt ein ganzes Stück von der Ecke. Hier fehlt nichts. Sie haben aber tatsächlich vier Block hoch das Ding angedengelt. Diese Seite steht noch komplett. Ja, das Konzept ist ausbaubar, aber mein Baufehler muss ich oben noch ausgleichen. Das, Den sammle ich noch ein. Wofür Federn und so? Das hat geklappt. Das hat erstaunlich gut geklappt. Und ich bin doch nur auf 70 runter. Ich habe kein gebrochenes Bein, nur Durst. Wie viel heilt mich das denn? 15. Ach, hier. Ja, ich denke, mit einer ganzen Menge Beton könnte man das Ding hier noch ein bisschen safer machen. Oder vor allem für noch eine Runde, die ein bisschen heftiger ist, reparieren. Und beim Stacheldraht ist das Problem, dass sie sich einfach eine Lücke boxt haben und da dann... Oh, da hinten ist noch ein... eine Lootbag. Und er hat mir netterweise auch den Block dazu weggekloppt. Ja, sehr schön, sehr schön. Bisschen Glück gehabt, aber prinzipiell eine gute Idee. Und wie ist denn das so mit dem... Habe ich denn jetzt Punkte gemacht? Zement, ja, Zement brauche ich auch ganz dringend mal. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das alles noch nicht selber machen kann, weil ich nicht genug Zeit hatte, Zeug einzusammeln. Hier, Grease Monkey. Dafür brauche ich das hier. Und ich habe noch ein übrig. So, der Weg für das Motorrad ist frei. Dauert natürlich noch einen Moment. Dann mal gucken, was ich dafür brauche. Ich brauche auf jeden Fall zwei Reifen. Dafür braucht man jede Menge Plastik. Erstmal will ich aber... Blind habe ich nicht gebraucht. Vielleicht noch mal ein bisschen das hier mehr. Das auf gar keinen Fall. So. Vielleicht gucke ich mal noch kurz da drüben, damit ich fürs nächste Mal weiß, ob... da denn nun eigentlich noch Baumaterial gewesen wäre. Genau, das zu essen steht hier auch noch rum. Hey. Ein Zombie, den nehmen wir auch noch mit. Das nächste Level ist nämlich schon fast geschafft. Es fehlen eigentlich nicht mehr viele Punkte. Ich muss noch ein bisschen aufpassen. Ups, halt, hier will ich nicht rein. Ich habe nämlich A, nicht so viel Gesundheit. Es geht. Aber so richtig fit bin ich hier nicht. Also will ich nochmal was drauflegen erstmal. Dann ist hier... Lade ich auch sicherheitshalber nochmal nach. Oh ja. Hier sind noch Zombies ohne Ende. Aber ich sehe kein Baumaterial. Das habe ich schon weggekloppt. Dann lohnt sich das nicht. Dann habe ich die nämlich auch schon gelootet. Und dann ist da nichts zu holen. Außer ein Hund. Oh, shit. Oh. Ugh. Ach, da ist immer noch ein Hund. Okay. Gerade. Ah, es waren zwei. Die sogenannte Nachhorden-Horde. Okay, der ist langsam. Ah, der kommt nochmal. Oh, da ist nochmal ein Hund. Vielleicht
Erstmal schon mal so. Ah, schön. Zwei reichen schon. Und da ist noch einer. Ich fasse es nicht. Das ist ja fast hier. Oh. Oh, ich habe nicht gut genug getroffen. Huch. Beide wieder her. Was für eine Aufregung. Aber das Leder verkaufe ich. Das sieht ja echt schlimm aus. Ja, Überraschung. Überraschung. Ich hoffe, das war's jetzt an Hunden. Ich bin immer noch relativ angeschlagen. Ich glaube, ich esse noch mal was. So, und trink auch gleich noch mal was. So wegen Stamina und so. Und sammel den letzten auch noch ein. Ich wollte doch nur kurz nach Baumaterial gucken. Und jetzt ist mir zu heiß? Was ist denn jetzt los? Hä? Okay, hier ist so ein Mini-Spot. Wüste. Die Schweine lasse ich in Ruhe, weil ich habe genug zu essen. Und dann stehen die da und können... Da ist auch nichts mehr drin. Dann kann ich mal das Gerümpel nach Hause bringen. Ah, schon. Genau. So, jetzt was habe ich noch? Gut nach. Vielleicht könnte ich mich noch irgendwie ein bisschen hochheilen. Das wäre auch ganz cool. Aber vor allem mal die Taschen ausleeren. Und was jetzt auch natürlich schön ist, ist, dass mein eigentliches Haus gar nicht so kaputt ist wie sonst immer nach der Horde. Mach mal das Baumaterial hier rein. Brauche ich auch nicht. Jawohl, vielleicht nehme ich das alles mal mit hoch. So. Dann weiß ich einfach auch gleich oben, wenn ich bin und gucke, was ich habe. Bin froh, dass ich genug Munition hatte. Das war wirklich, ja, ganz schön viel Geld. Und ich habe, glaube ich, ziemlich viel von diesen 762ern verbraten. Und auch mindestens die Hälfte von meinen 9mm. Aber das war es wahrscheinlich wert. Also mit den, mit Steel Arrows hätte ich da, glaube ich, Iron Arrows, Steel Arrows. Deswegen habe ich so wenig Slots hier frei. Bleiben erstmal da. Da habe ich richtig viele von. Das habe ich ganz vergessen. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach die Stählernen mit. So. Dann kann das hier noch weg. Dose gekickt. Wasser kann auch weg. Das kommt hier unten rein. Halt. Und ich glaube, ich repariere gleich mal meine Pistole. Dann brauche ich auch wieder Repair Kits. Die kann ich reparieren. Ja, ich würde sagen, da ist auch bei Gelegenheit mal ein Ausflug zum Händler fällig, um Munition aufzustocken. Weil ich ja immer noch eine selber gemacht habe. Und außerdem habe ich wieder Geld zu kaufen. Die brauche ich auch nicht mehr. Und ich habe zum Glück auch noch Forged Steel. Dann kann ich die hier auch gleich mal wieder reparieren. So. Den Clawhammer brauche ich jetzt gerade auch nicht. Und ich und die. Den Splint packe ich mal hier. So. Das sieht ganz gut aus. Jetzt gucke ich noch mal kurz, wie das hier mit dem Motorrad ist. Was brauche ich denn dafür? Moto. So, ich brauche zwei Räder, Chassis, Handlebar, Engine und LED-Battery. Und ich habe zwei Engines, zwei Batterien. Ich habe auch schon die Handlebars. Ich habe aber schon ein Truck-Chassis. Das heißt, ich brauche das Motorcycle-Chassis. Und da brauche ich vor allem Stahl dafür. Und kann ich Stahl schon machen?
Oder fehlte mir da irgendwie noch das entscheidende Level? Mit Stil. Ich kann das schon machen, aber ich brauche ein Crucible. Aber den Crucible kann man, glaube ich, auch irgendwie basteln. 40 Forged Iron, 10 Mechanical Parts, 1200 Steine, das habe ich. Und 900 Clay Soil. Also brauche ich erstmal jede Menge Forged Iron. Ich glaube, Mechanical Parts habe ich. Ja. Forged Iron, Idee. Dann mache ich gleich nochmal hier. Dann kommen auch nochmal ein paar Zombies vorbei. Das gibt nochmal ein bisschen. Hier für 40 reicht es doch nicht. Ach. Dann mache ich mal 40. Das teile ich mal auf. Dauer 2 Minuten. Okay, das ist gut. Hier habe ich noch Steine in der Tasche. Das muss auch nicht sein. So, was habe ich gesagt? Ich brauche für den Crucible 10 Mechanical Parts. Dann gehe ich schon mal schaufeln. Ich habe jetzt beschlossen, ich mache das jetzt mal als erstes. Ja, mehr Kistenordnung. Ich habe ja gesagt, ich bin nicht so super ordentlich, was das angeht. Und ich habe ja auch nicht so lange Nächte, in denen ich irgendwie schön diese ganzen Kisten sortieren könnte. Ich hatte da hinten angefangen zu buddeln, da mache ich jetzt einfach weiter. Das ist mir lieber, als wenn ich hier so an jeder Ecke fröhlich ein Loch buddel, in das ich dann reinplumpse. Sondern dann weiß ich, da hinten ist irgendwie fehlt eine Erdschicht und 900. Und ich habe auch, glaube ich, überhaupt nur noch 100 oder 150. Das heißt, das ist eigentlich ganz schön viel und es ist schon 10 vor 3. Was ist denn der Airdrop? Oh, die Karte ist wieder kaputt. Und der Airdrop ist ganz schön weit. Da radel ich dann vielleicht lieber am nächsten Tag hin. Einen hübschen Graben auf einer Seite vom Turm. Ja, aber mir erschließt sich das noch nicht mit dem Graben. Also buddeln mir die Zombies dann nicht irgendwie die Erde unterm Turm weg und es stürzt ein? Bin davon noch nicht überzeugt. Das würde ich vielleicht lieber gerne mal in Action sehen. So. Wie viel habe ich denn jetzt schon? 120? Das kann doch nicht alles sein, doch. Knapp 200. Naja, gut, es dauert nicht ganz so lange, wie ich befürchtet hatte. Ich habe nur leider noch keine Eisenschaufel. Also ich könnte dafür, dass ich an Tag 50 bin, habe ich wirklich kaum gute Werkzeuge. Da muss ich auch noch ein bisschen was machen. Ich kann ja eigentlich auch schon genug Forged Iron machen, sobald das Motorrad gemacht ist. Und wieso 3x3? Wieso? Also ich mache, ich buddel 3x3 und dann mache ich eine Rampe in Richtung Turm hoch. Und dann fallen die Zombies da rein und laufen rauf. Was macht das dann für einen Unterschied? Oh, hoch. So. 300. Es geht voran. Ich weiß gar nicht, ob ich das an einem Tag schaffe. Aber ich fürchte, ich brauche auch noch ein paar Mechanical Parts wahrscheinlich. Muss noch Duct Tape bauen. Das geht aber vermutlich. Ich nehme mal an, ich habe genug Knochen von den Hunden, die ich gerade eingesammelt habe. Ja, weiß ich nicht genau. Oh. Und ich brauch dringend bessere Werkzeuge. Aber sowas wie ein Working Stiff Tools zum Beispiel gab es hier in der Nähe bisher nicht. Die Scheunen habe ich schon gelootet, glaube ich. Da war wohl auch nichts dabei. Ach so, wenn man Dart Traps hat. Aber Dart Traps habe ich ja auch noch gar nicht. Und so viel Eis. Ich habe ja keine Eisenmine. Also deswegen sind Dart Traps irgendwie unerschwinglich. So, bin ich denn schon bei 900? Nee, aber viel fehlt nicht mehr. Und danach das Motorrad. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist echt nochmal eine andere Nummer. Und dann fahre ich auch erst, wenn ich das Motorrad habe,
tatsächlich ein Händler. Geht dann viel schneller und ich habe viel mehr Platz. Ich kann dann das ganze Gerümpel da reinräumen, was ich verkaufen will. Und der Händler hat vermutlich mittlerweile auch aufgestockt. Und hat irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr Munition. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, leer gekauft habe ich im Mangels Geld nicht, aber ich weiß nicht, wie viel da noch da war. So, gleich nochmal gucken, wie viel es noch ist. Ah, 703. Das schaffe ich jetzt noch, das schaffe ich noch. Dann ist es erledigt. Und ich kann gucken, was noch fehlt. Und dann steht in der nächsten Ausgabe auf jeden Fall Motorradbau und Motorradausflug zum Händler an. Das ist doch sehr, sehr nett. Und dann kann ich vielleicht auch nochmal gucken, ob es irgendwo nochmal ein bisschen spannendere POIs geht, weil ich ja ein bisschen mehr rumkomme, auch in der kurzen Zeit. So, 365. Mal gucken, wie viel es jetzt noch sind. 850. Gleiches geschafft. So. Monat 18 XP hat das gebracht. Es hat sich auch ein bisschen gelohnt, das Schaufeln. 912. Dann nehme ich noch eine Schaufel voll mit für die Forge. Für mein Forged Iron. Und dann hoffe ich mal, dass ich alles andere vielleicht sogar einfach schon zu Hause habe. Aber ich vermute, irgendwas Kleines wird noch fehlen. Aber es gibt sicherlich in der Umgebung Sachen, die ich irgendwie auseinanderbasteln kann oder so. So. Ach ja, die Reifen fällt mir gerade ein. Ich brauche ja Plastik bis zum Abwinken. Ich habe noch keinen Reifen, sehe ich gerade. Was ist hier los? Hier sind meine 40 Forged Iron. Ach so, das ist ja erst der Crucible. Ach, ja, eins nach dem anderen. Was wollte der noch? Ach, der macht mal an der Werkbank. Hey, Soy. Okay. So, einmal Crucible bitte. Voll. Oh Gott, 10 Minuten. Gut, dann kann ich ja schon mal zusammensammeln. Was ich... Wieso geht das jetzt nicht? Achso. Dann noch brauche. Also, ich brauche 2 Räder. Chassis, Handlebars habe ich. Engine habe ich. Battery habe ich. Das heißt, ich muss ein Chassis machen und 2 Wheels. Und ich habe reichlich Plastik. Das ist gut. Ja, da brauche ich Stahl dafür und auch nochmal Mechanical Parts und Duct Tape und Electric Parts. Ich habe ein bisschen Duct Tape, ich habe nochmal einen Schwung Mechanical Parts und ich habe ein paar Electrical Parts. Achso. Okay. Fehlen also 30 Stahl. Halt. 30 Stahl, die kann ich erst machen, wenn der Crucible in 10 Minuten fertig ist. Das dauert also mindestens noch die ganze Nacht. Aber ich brauche ja auch noch die Wheels. Da habe ich offensichtlich, okay, 2 Bottle of Acid. Auch nochmal Forged Iron, Oil und Kohle. Da habe ich... Bottle of Acid habe ich. Ich habe noch ein bisschen... Forged Iron. Zwei Oil und Lump of Coal. Okay, da habe ich auch ein bisschen was. Und Öl. Wie sieht es mit Öl aus? Oh, puh. Da habe ich jede Menge. So, das heißt, ich kann da tatsächlich 2 machen. Das ist in Arbeit. So, das heißt, 2 Räder sind in Arbeit, Chassis muss ich noch machen, Handlebar, die 3 Sachen habe ich. See, 12 Mechanic Parts, 12 mal Duct Tape, Leather habe ich auch.
Und 3 Electric Bats. So. 10, 11, 12. Dann kann das hier zurück. Davon brauche ich nur 3. Nochmal 1 zurück. Mit Öl brauche ich keins mehr. Bottle of Acid auch nicht. Und Polymer auch nicht. Das nicht. Boah, Mensch. Okay, das heißt, jetzt fehlt mir vor allem 30 Forged Steel. Ah ja, und 12 mal Leder. So. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, das ist der Kram, den ich brauche dafür noch. Acid kann auch wieder weg. So, ich bin nah dran. Machen wir mal kurz einen Blick hierauf. Das dauert noch eine ganze Weile. Das heißt, ich werde jetzt noch mal kurz gucken, was draußen los ist. Aber eigentlich, glaube ich, ist es friedlich. Das war jetzt wohl irgendwie genug Action. Genau. Und deswegen muss ich jetzt einfach ein bisschen abwarten. Und das wäre dann auch eine gute Gelegenheit, Schluss zu machen für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaut, wenn ich ein Motorrad baue. Und dem steht tatsächlich nichts im Weg. Ich muss einfach nur ein bisschen abwarten. Also, was sagt Vio? Wenn der Graben größer ist, kann man die Zombies schön zu darstellen. Ah, das kann ich ja nicht machen. Ja, das muss ich alles noch machen. Genau, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei, wenn ich ein Motorrad baue und dann zum Händler fahre und einen kleinen Ausflug über die Map mache und schaue, was es noch Spannendes zu erkunden gibt. Für heute mache ich erstmal Schluss und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr die Fortsetzung sehen wollt, das geht nächsten Mittwoch ab 21 Uhr weiter. Da gucken wir mal, wie weit wir kommen. Weiß nicht, ob es eine Horde gibt, aber es gibt genug anderes zu tun. Und genau. Ich hoffe, ihr habt noch ein super schönes Wochenende und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.